Hi Leute, heute geht's um hochsensible Menschen. Es geht um Hochsensibilität und warum häufig viele Menschen gar nicht wirklich hochsensibel sind gegenüber ihrer Umwelt. Warum das so ist, erfährst du gleich. Ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, weil mir immer wieder aufgefallen ist. Und vielleicht kennst du es auch, dass jemand zu dir kommt und du bist im Gespräch und dann sagt er dir: Ja, aber ich bin hochsensibel. Ich bin hochsensibel. Und viele, und muss nicht immer so sein, muss nicht immer so sein, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn du dir die Gesellschaft heutzutage mal anschaust, viele Menschen, die sagen, sie sind so hochsensibel, sind oft nur sensibel, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Aber sie sind überhaupt nicht sensibel, was in der Welt, in ihrer Umgebung passiert. Und das ist ein Riesenunterschied. In einem anderen Video hatte ich mal gehört, so dieser Unterschied zwischen ego-sensitive, also dieser Unterschied zwischen ego-sensibel und dem Leben gegenüber sensibel. Wirklich das, was am Leben ist, was lebendig ist, was nur vor Leben sprüht, wie ein Kind, wie ein Baby, wie ein frischer Zweig, eine Pflanze. So, was Leben ist, was lebendig ist. Und diese Sensibilität gegenüber dem Leben, die ist bei den meisten äußerst gering. Viele Leute sind einfach nur sensibel, wenn sie irgendwas stört. Da kann nicht mehr irgendein Geräusch sein, das kann sonst was sein. Es ist einfach nur eine Sensibilität, wenn einem irgendwas nicht passt und man kann einfach mit nichts mehr zurechtkommen im Leben. Und ja, ich bin sensibel, drum musst du vorsichtig mit mir sein, ich bin ja so hochsensibel. So, wenn du sensibel gegenüber dem Leben bist, was lebendig ist und wirklich siehst, wenn jemand leidet zum Beispiel, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand freudig ist, wenn du siehst, wie intensiv das Leben da ist und wenn du das siehst und es wahrnimmst und dafür sensibel bist, dann heißt es auch nicht, dass du das nicht abhaben kannst. Du siehst es einfach und du hast ein Mitgefühl dafür. Man fühlt sich dann nicht schlecht. So dieses Hochsensibel, was viele haben, ist dann eben einfach: Oh, ich kann Geräusche nicht haben, ich kann es nicht haben, wenn jemand das macht, ich kann es nicht, das nicht haben und ich kann das nicht haben und jenes nicht haben. Am Ende ist es einfach nur so: Oh, es ist einfach nur egosensibel und es ist nicht sensibel gegenüber dem Leben. Und wenn man sensibel ist, dann merkt man sehr wohl: Ah, okay, dem Tier da geht es gerade nicht gut oder der Baum lässt ganz schön die Blätter hängen oder die Pflanze, die Zimmerpflanze, hoffentlich nicht so wie die. hoffentlich genauso wie die. So schön. Und das ist der Punkt. Wenn du sensibel gegenüber vom Leben wirst, dann ist es nicht so, dass du irgendwelche Situationen meidest oder sonst was. Du siehst die Situation und hast Mitgefühl und möchtest was dran ändern. Dann wirst du immer sensibler. Das heißt nicht, du kannst nicht mehr ganz normal durch die Welt laufen, wenn du hochsensibel bist, kannst nichts mehr machen, weil dich jede Kleinigkeit stört, weil dir nichts mehr passt, weil du ja so hochsensibel bist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die sind wirklich hochsensibel gegenüber ihrer Umwelt, aber dann hast du einfach nur Mitgefühl. Dann siehst du die Dinge und dann merkst du: Okay, hey, es ist so viel Leid da, dass sich die Leute selber produzieren mit ihrem Kopf und auch so viele Probleme, die sie selber produzieren, weil die Leute gar nicht mehr sensibel eben sind für die Umwelt. Die Leute denken, man kann jeden Baum fällen und
kann trotzdem noch atmen, aber so ist es eben nicht. Wenn jeder Baum gefällt ist, dann kannst du nicht mehr atmen. Und die meisten Menschen haben das noch nicht verstanden. Die haben das nicht erfahrungstechnisch gemerkt. So, und sowas kann man zum Beispiel ganz einfach erfahren, indem man sich mal an einem heißen Tag unter einem Baum setzt und merkt, wie angenehm schattenspendend das ist und wie, ja, dieser Baum, das Pendant, es ist das Gleiche. Der Baum atmet aus, wir atmen ein, was der Baum ausatmet und umgekehrt. Und ohne diesen Baum könnten wir hier nicht existieren und das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, dass wir nicht hier existieren könnten ohne diesen Baum, ohne eine Pflanze. Das ist unsere Lunge, die da irgendwo draußen wächst und die dafür sorgt, dass wir hier leben können. Und wenn man sensibel dem gegenüber ist, dann schaut man, was man machen kann. Aber das Hochsensibel und hey, ich kann keine Situation mehr aushalten. Es ist eigentlich überhaupt nicht sensibel, es ist einfach nur, es dreht sich dann, man ist einfach nur zu voll von sich selbst und man denkt halt, die Welt dreht sich nur um einen selber. Man ist nicht wirklich am Leben dann. So, wenn man wirklich am Leben ist, dann ist man wirklich sensibel dafür, was um einen passiert und kann viel besser durch die Welt gehen. Man merkt dann, was wo ist, aber man muss sich deswegen nicht kaputt machen und innerlich, ja, nicht gut fühlen. So, sondern man hat das Mitgefühl, man schaut die Dinge an, man versteht, was da abläuft und sorgt dafür, dass es wieder anders ausschaut. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich mal loswerden wollte. Was deine Meinung dazu ist, würde mich auch sehr interessieren. Also schreib mal gerne unten drunter. Ja, wie es sich zum Beispiel auch mit deiner Sensibilität verhält, ob du da auch schon gemerkt hast, okay, ich merke immer mehr, wie es der anderen geht, wie die Welt so ausschaut. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mehr solche Videos, die ein bisschen mehr in Bewusstseinsrichtung, Mindset, ja, Bewusstleben gehen, haben möchtest, dann gib gerne mal einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.